von 0 auf 10 in 20 Minuten. 0 ist überhaupt kein Schmerz, 10 ist der schlimmste Schmerz, den man sich vorstellen kann. Das ist die teuflische Gewalt, die den Namen Irukandi inspiriert hat. Bei diesem ausgefallenen Namen erwartet man ein 60 Meter großes Monster, das dich packen und dir mit seinen giftigen Tentakeln den Arsch spanken kann. Aber nein, was wir hier haben, ist dieser winzig kleine Engel des Todes, der allein durch den Schmerz, den er zufügt, das schreckliche Irukandi-Syndrom auslösen kann, bei dem du dich vor lauter Schmerzen einfach nur noch erschießen willst. Mit einer Länge von 1 bis 2 Zentimetern hat dieser fast unsichtbare Wicht 30 cm lange Tentakel, die mit Stacheln ausgestattet sind, die das stärkste Gift der Welt auspissen können, welches 100-mal zerstörerischer ist als das Gift der Kobra. In weniger als 20 Minuten wirst du bereuen, am Leben zu sein, und das ist keine Übertreibung. Der Schmerz ist so unbeschreiblich qualvoll, dass es sich anfühlt, als ob alle Zellen in deinem Körper gleichzeitig aufgeschlitzt werden. Jedes Jahr betteln 60 Menschen als Opfer des Syndroms darum, dass ihr Leben beendet wird, da die unerträglichen Schmerzen das Bedürfnis auslösen, die Welt der Lebenden so schnell wie möglich zu verlassen.